Mutter der Erlösung, die Feinde Gottes werden schreckliche Sakrilegien begehen, bis sie die Tabernakel entheiligt haben. Montag, 25. November 2013, 17.25 Uhr. Mein Kind, wenn die Kirche meines Sohnes vereinnahmt wird, dann wird die Abfolge der Ereignisse, die sich entfalten werden, genau die gleichen sein wie die sich während seiner Kreuzigung ereigneten. Der Lärm wird ohrenbetäubend sein, wenn Gottes Feinde sich seines Leibes bemächtigen und ihn entweihen. Sie werden jubeln und große Bekanntmachungen hinausschreien, unter großem Applaus für diese Betrüger, die überall gehört werden, denn dies wird eine Gelegenheit sein, dass viele hartnäckige Gegner und ehemalige Feinde der Kirche meines Sohnes sich durchsetzen werden. Jede neue Art von Erklärung hinsichtlich der Bedeutung des heiligen Wortes meines Sohnes wird sich aus ihrem, der neuen Kirche, Mund ergießen. Jede Lüge, geschickt getarnt, so dass sie sinnvoll erscheint, wird verwendet werden, um Gottes Kinder in diese neu gestaltete Kirche zu locken. Jede Sünde wird gerechtfertigt, so dass mehr Außenstehende in den Tempeln Gottes willkommen geheißen werden, bis schließlich eine komplette Verwirrung in ihren Mauern gesehen wird. Während sie die Kirche meines Sohnes abreißen, Stein für Stein, wird die Restkirche meines Sohnes gezwungen sein zu fliehen. Jedes Argument, jede Geste und jede Verteidigung, die diejenigen, die der gegenwärtigen Kirche meines Sohnes treu bleiben, wird abgewiesen werden. Dies wird eine stille Kreuzigung sein, gerade so, wie mein Sohn sie ertrug, als ihr litt mit kaum mehr als einem Wimmern. Die Stimmen derer, die weiterhin die Wahrheit verkünden werden, werden in den Medien keine Berichterstattung erhalten, keine Aufmerksamkeit erhalten. Selbst wenn es ihnen gelingt, sich Gehör zu verschaffen, werden sie dafür verteufelt werden. All jene, die meinen Sohn lieben und verstehen, dass diese Zeichen vorausgesagt wurden, bitte ich andringlich, meinem Sohn weiterhin zu dienen. Viele Priester werden, statt für ihren Glauben zu kämpfen und meinem Sohn treu zu bleiben, sich von mir entfernen. Andere werden nicht aufgeben und sie werden die Nahrung des Lebens für all diejenigen sein, die sich bemühen, die Realpräsenz meines Sohnes ausfindig zu machen. Die Feinde Gottes werden schreckliche Sakrilegien begehen, bis sie die Tabernakel entheiligt haben. Wenn sie das erreicht haben, dann werden sie den Thron bereiten, auf dem der Antichrist sitzen wird. Bittet, betet, betet, dass diejenigen von euch, die die Wahrheit kennen, fähig sein werden, denjenigen Trost zu spenden, die sehr leiden werden, da der größte Glaubensabfall aller Zeiten sich vor euren Augen entfaltet, um die Kirche meines Sohnes, Jesus Christus, zu verschlingen. Meine Trauer ist groß und mein Herz ist schwer aufgrund der bösen Täuschung, die auch über diejenigen, die meinen Sohn sehr lieben, hereinbrechen wird. Ihr Leiden wird das größte von allem sein. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung.